Das Utopia-Modell der Linken ist zweigeteilt. Auf der einen Seite Wiesbaden und auf der anderen Seite Wiesbaden, der Gegenentwurf der Linken. Kurz vor der Öffnung am kommenden Dienstag besuchte Matthias Höhn, Bundesgeschäftsführer der Linken, das Miniatur Wunderland und gleichte die Vorstellung mit dem Entstandenen ab. Wer sich die Miniatur anschaut, erkennt unser Programm. Es ist eine klare politische Alternative zur herrschenden Politik, zu der Mehrüberwachung, was wir jeden Tag erleben, zum sozialen Abbau. Wir stellen dagegen weniger Überwachung, mehr Freiheit, mehr soziale Sicherheit. Das ist das Kernprogramm von uns und das findet man in diesem Modell wunderbar wieder. Die Linke versteht sich als Alternative. Entsprechend konsequent geht Matthias Höhn seiner Rolle nach. Wichtige Punkte werden gleich vor Ort angesprochen. Na, man muss ja in der Politik erstmal aufzeigen, was sind Alternativen und wo will man hin. Das ist sozusagen kein Bild für das nächste Jahr, sondern die Zielbeschreibung, wo Politik hin will. Was ist der Maßstab, was ist die Alternative? Und insofern ist es eine Zielbeschreibung oder das Modell einer Zielbeschreibung, die aber trotzdem einen realen Bezug hat. Also aus meiner Sicht ist das sozusagen bei aller Spielerei, die so ein Modell natürlich auch hat, sind das ja trotzdem Punkte, wo Politik durchaus real aktiv handeln kann und was machen kann. Insofern ist es jetzt nicht Utopie, sondern es ist eine grundsätzliche Vorstellung, wo man hin will. Im Ganzen freut sich die Linke über die gelungene Darstellung ihres Wahlprogramms. Den Vergleich mit den Dioramen der anderen Parteien scheuen sie keinesfalls. Dabei stechen sie mit ihrer denkwürdigen Kernaussage besonders heraus. Wir haben die Chance auf wenig Fläche mit einer wunderschönen Form von Kunst, muss man ja sagen, Politik darzustellen. Und wir haben uns Mühe gegeben, auf dieser kleinen Fläche die große Alternative aufzuzeigen, wo wir hinwollen. Mir gefällt, dass auf der Seite, die wir Wiesbaden genannt haben, im Gegensatz zu Wiesbaden, also der positiven, offenen, demokratischen, freiheitlichen Seite, viel Freiraum ist und jeder das machen kann, was ihm am nächsten liegt und ihm Spaß macht. Und das wird bei diesem Modell deutlich. Insofern ist das wunderbar.